Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie recht herzlich begrüßt zu unserer nun mittlerweile schon dritten Nietzsche-Vorstellung. Freut mich, dass Sie den Weg wieder hierher gefunden haben. Sie sehen, dass wir immer noch an den Tücken der Technik arbeiten. Sie wissen, Friedrich Nietzsche ist ein Philosoph, der es immer versucht hat mit der Technik. Er hat sich eine Schreibkugel besorgt, eine Vorform der modernen Schreibmaschine, und hat das nach zwei oder drei Versuchen wieder aufgegeben. Er war aber Speerspitze der technischen Avantgarde damals im Gebrauch von solchen Geräten. Wir versuchen es auch zu sein, jedenfalls mehr oder weniger, aber Sie sehen, der Erfolg ist wie im Falle Nietzsches nicht immer sicher. Und wir hoffen sehr, dass die Referentin des heutigen Abends, Frau Professor Katharina Grätz, nicht allzu traurig ist, dass sie da in Nietzsches Fußstapfen tritt im Gebrauch der Technik. Die Referentin des heutigen Abends stelle ich Ihnen sehr gerne vor. Sie ist unsere Kollegin im Nietzsche-Kommentar, da mit der Kommentierung des vielleicht schwierigsten Werkes beschäftigt, mit Also sprach Zarathustra. Katharina Grätz ist aber nicht nur Nietzsche-Forscherin und Professorin am hiesigen deutschen Seminar. Sie ist auch umfassende Kennerin der Literatur des 19. Jahrhunderts. Sie hat promoviert über den Tod des Empedokles von Hölderlin, hat dann in ihrer Habilitationsschrift sich mit musealem Historismus beschäftigt und da Autoren des Realismus daraufhin befragt, wie sie mit Vergangenheitsbeständen umgehen. Und Sie sehen natürlich da schon eine sehr große Nähe zu einem Lebensthema von Nietzsche, nämlich das Thema der Geschichte und des Umgangs mit Geschichte. Ein Umgang, der auch in der Romanliteratur des späteren 19. Jahrhunderts kein unproblematischer Umgang war. In diesem Werk hat sie sich insbesondere mit Keller, Stifter und Rabe beschäftigt, während die darauffolgenden beiden Buchpublikationen Theodor Fontane gewidmet war. Und die letzte Buchpublikation zu Theodor Fontane gibt einen Titel ab, der für den heutigen Abend eigentlich ideal geeignet ist. Der Titel heißt "Es alles kommt auf die Beleuchtung an". Und genau so ist es auch, wenn sich eine Nietzsche-Forscherin mit Faust beschäftigt. Es kommt alles auf Beleuchtung an. Reicht es, wenn wir den Zarathustra anders beleuchten, um in ihm einen Faust zu erkennen, oder den Faust anders beleuchten und in ihm einen Zarathustra erkennen? Wir werden es hören und wir sind sehr gespannt. Ich möchte noch einmal quasi in Form eines Last Calls auf unsere Subskriptionsliste hinweisen. Sie wissen, wir machen diese Ringvorlesung nicht nur in mündlicher Form und in televisionärer Form, sondern auch in gedruckter Form. Das heißt, Sie werden dann die Gelegenheit haben, einen Band zu erwerben. Und wenn Sie sich jetzt schon auf die Subskribentenliste eintragen, wird der mit markanter Verbilligung am Ende in Ihrer Bibliothek landen. Tragen Sie sich also ein, ein paar wenige Plätze sind noch frei, die Listen gehen jetzt herum und Sie haben also die Gelegenheit, sich jetzt schon einen solchen Band zu sichern. Jetzt aber wollen wir vor allen Dingen Katharina Grätz hören und auf die Frage, wie wir es mit der Beleuchtung Zarathustras und Faustens halten, eine Antwort bekommen. Katharina, bitte sehr. Ja, vielen Dank, lieber Andreas, für die freundliche Einführung. Nun wäre mir lieber, wenn statt der Beleuchtung die PowerPoint-Präsentation funktionieren würde, aber ich kann ja immer hier den Stick hochhalten, wenn ein längeres Zitat kommt. Arg viel längere Zitate sind es nicht, aber ein paar sind es doch, und ich hoffe, dass Sie dann also diese Phasen einigermaßen überstehen werden. Meine Damen und Herren, der Fauststoff und die Faustfigur haben im 19. Jahrhundert eine geradezu atemberaubende Karriere durchlaufen. Davon zeugt die immense Zahl der Bearbeitungen und Adaptionen. Immer wieder wurde der Stoff neu gedeutet, veränderten Interessen und Bedürfnissen angepasst. Der Publizist Josef Görres konstatierte bereits 1807, dass, Zitat, jedes Zeitalter gewissermaßen seinen Faust habe. Und Heinrich Heine verlangte gar, jeder Mensch solle seinen Faust schreiben.
Ganz so weit ist es zwar nicht gekommen, und trotzdem gibt es seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine Flut von Faustbearbeitungen und Adaptionen. Hier also soll es nun um Nietzsches Beitrag zur Geschichte des Fauststoffes gehen, um Nietzsches Faust. Doch halt! Nietzsche hat zwar vieles geschrieben und noch mehr projektiert, eine eigene Faustbearbeitung findet sich nicht darunter. Welche Berechtigung besitzt dann aber der Titel dieses Vortrags? Inwiefern lässt sich also überhaupt von Nietzsches Faust sprechen? Zuallererst ist festzuhalten, dass Nietzsche sich nicht als künstlerisch Gestaltender, sondern als ein Leser mit dem Fauststoff auseinandergesetzt hat. Allerdings nicht als ein passiver Leser, der sich bloß überwältigen ließ, sondern als ein sehr eigenwilliger, als ein aneignender und das angeeignete, produktiv verarbeitender Leser. Mir geht es entsprechend um Nietzsches Faustlektüre und um die Kommentare, Einschätzungen und Wertungen, die als Produkt aus dieser Lektüre hervorgegangen sind. Indem ich von Nietzsches Faust spreche, will ich betonen, dass er mit seinen Kommentaren und Deutungen eine eigene Stimme in der Geschichte des Fauststoffs zur Geltung bringt und den Stoff auf eine sehr spezielle Weise aktualisiert. Doch hat die Rede von Nietzsches Faust noch eine weitere Dimension, eine Dimension, die über Nietzsche hinausweist. Denn in der Nachfolge Nietzsches kommt es zu einer Faustrezeption, die unter dem Eindruck Nietzsches steht, insofern sie sich im Horizont der großen, nach seinem Tod einsetzenden Rezeptionswelle vollzieht. Zu den Faustlektüren und Deutungen Nietzsches treten also Faustlektüren und Deutungen im Namen Nietzsches hinzu. Daher macht die Rede von Nietzsches Faust dann auch in einer doppelten Weise Sinn. Indem Nietzsche sich deutend und wertend mit Figurenstoff auseinandersetzt, setzt er eigene Akzente in der Stoffgeschichte und gewinnt dem Faustmythos ungewohnte Seiten ab. Das zu zeigen ist das zentrale Anliegen dieser Vorlesung. Indem Ideen und Konzepte Nietzsches, etwa der Wille zur Macht, der Herrenmensch oder die Übermenschenkonzeption, zu leitenden Deutungsmustern der Faustfigur werden, kommt es nach Nietzsche zu einem Faustverständnis, das unter seinem prägenden Einfluss steht. Darauf möchte ich dann hier am Schluss noch einen Blick werfen. Da ich die Reihe der Vorträge eröffne, die sich mit Nietzsches Lektüren auseinandersetzen, ergreife ich die Gelegenheit, um ausgehend von der Faustlektüre einige Überlegungen zum Leser Nietzsche anzustellen, die sich, so denke ich, jedenfalls vorsichtig verallgemeinern lassen. Und die nachfolgenden Vorlesungen können dann zeigen, ob man das von mir Gesagte ergänzen muss oder vielleicht auch gegebenenfalls korrigieren muss. Nietzsche als Leser des Faust. Zunächst ein paar grundsätzliche Überlegungen. Nietzsche soll hier also, um es paradox zu formulieren, als produktiver Rezipient literarischer Bearbeitung des Fauststoffes vorgestellt werden. Es geht um die Fragen, was und wie er liest, worauf sich sein Interesse richtet, was er von dem Gelesenen behält, was er aufgreift, welchen Einfluss das dann auch auf sein eigenes Schreiben hat. Doch stößt man schon hier gleich auf eine Schwierigkeit. Denn Nietzsches Lektüren liegen als praktisch vollzogene ja in der Vergangenheit und sind deshalb für den heutigen Leser nicht mehr unmittelbar nachzuvollziehen. So stellt sich dann also die Frage, wie wir dem Leser Nietzsche und seinen Lektüren heute überhaupt noch auf die Spur kommen können. Grundsätzlich kommen mehrere Informationsquellen in Frage, die dazu beitragen können, Nietzsches Lektüren aufzuschließen, zu rekonstruieren. Nietzsches Bibliothek und seine Bücherlisten geben Auskunft über das, was er angeschafft und dann vielleicht auch gelesen hat. Das ist ja nicht beides immer selbstverständlich. Explizite Äußerungen in Briefe und in seinen Werken sind darüber hinaus dann vielleicht ergiebig für Einstellungen und Haltungen, die er zum Gelesenen hat.
offene oder versteckte Anspielungen und Zitate in seinem Werk können unter Umständen zeigen, welche Passagen, Motive, Ideen oder auch nur Formulierungen Nietzsche besonders beeindruckt haben. Es liegt nahe, sich zunächst an autobiografische Äußerungen zu seinen Lektüren zu halten. Tatsächlich kommt Nietzsche in seinen Briefen mehrfach auf Faust zu sprechen. Die erste Aussage, die wir von ihm haben, klingt kritisch. Faust sei ihm zu großartig, schreibt er 1864 an Paul Deussen. Allerdings bezieht sich dieses Urteil nicht auf die Lektüre literarischer Faustbearbeitung, sondern auf die musikalische Adaption durch Franz Liszt. Dessen auf Goethes Drama basierende Faustsymphonie 1857 in Weimar uraufgeführt worden war. Der mit Nietzsche befreundete Gustav Krug, der selbst an einer Faustfuge arbeitete, hatte den jungen Nietzsche 1861 nachdrücklich auf Liszts Werk aufmerksam gemacht. Und das unterstreicht nun nochmals die eingangs von mir hervorgehobene Präsenz des Fauststoffs zu Nietzsches Zeit, die über die Literatur hinaus auch auf andere Medien ausstrahlte. 7 Jahre später, im Januar 1868, Nietzsche absolvierte seinen Militärdienst, erwirbt er in Naumburg eine vollständige Goethe-Ausgabe, sämtliche Werke in 40 Bänden. Im gleichen Jahr berichtet er in Briefen an den Freund Paul Deussen, dass er sich durch intensive Faustlektüre von seinen altphilologischen Studien ablenken lasse. Denn bei der Lektüre des Faust sei ihm, so schreibt er, so voll und wohl zumute wie sonst nicht. In einem anderen Brief aus dieser Zeit bezeichnet er Goethes Faust als ein gefährliches Buch. Allerdings in einer überraschenden und in einer ganz anderen Weise, als man das vermuten würde. Denn weder auf Faust noch auf Mephisto bezieht er sich, sondern auf den autoritätsgläubigen Famulus Wagner. Über ihn schreibt er an Deussen voll Ironie. Ich zitiere: Übrigens habe ich auch den wahren Heiligen der Philologie entdeckt, einen echten und wirklichen Philologen, schließlich Märtyrer. Jeder dumme Literaturhistoriker glaubt ein Recht zu haben, auf ihn zu pissen. Dies das Martyrium. Weißt du, wie er heißt? Wagner, Wagner, Wagner. Ach, ist das ein gefährliches Buch, der goethische Faust. Warum gefährlich? Gefährlich und selbstunterminierend für ihn, für Nietzsche, so wird man ergänzen dürfen, der ja die Laufbahn des Philologen eingeschlagen hat, dieser Wissenschaft jedoch mit Geringschätzung begegnet, mit einer Geringschätzung, in der er sich durch die Wagner-Figur bestätigt sieht. Glaube mir nur, verkündet er im selben Brief, dass die Fähigkeiten, die dazugehören, um mit Ehren philologisch zu produzieren, unglaublich gering sind. Ein wichtiges Zeugnis von Nietzsches Lektüren sind Lesespuren, die er in seinen Büchern mitunter zahlreich hinterlässt. Anstreichungen, Randbemerkungen und auch Eselsohren. Wenn Sie nun erwarten, dass diese im Fall der intensiven Faustlektüre auch entsprechend ausgeprägt ausfallen müssten, dann muss ich Sie enttäuschen. Leider ist Nietzsches Faustlektüre gar nicht in Form von Lesespuren dokumentiert, weil nämlich die Faustbände aus seiner Bibliothek verschwunden sind. Nietzsche selbst hat die Lücke in dieser 40-bändigen Gesamtausgabe dann später durch den Erwerb einer einbändigen Faustausgabe wieder geschlossen, aber selbst dieses Buch ist heute nicht mehr in seiner Bibliothek vorhanden. Zwar ist auch das Volksbuch in Nietzsches Wahrnehmungskreis getreten, also das Faustbuch, allerdings spielt es in seiner Beschäftigung mit dem Fauststoff nur eine sehr untergeordnete Rolle. So führt eine Aufzeichnung von 1872 unter der Überschrift Faktoren deutscher Vergangenheit Faust neben den Meistersingern als Beispiel für die Volkskunst der Reformation an. Und ein weiteres nachgelassenes Notat aus demselben Jahr stellt den Fauststoff in den Horizont des sich im Kontext des Sturm und Drang vollziehenden Bruchs mit der Regelpoetik. Entdeckung des Volksliedes, Shakespeare, Hamann, Faust.
instinktiv, regellos, ungelehrt, heißt es da. Die Mehrzahl von Nietzsches Äußerungen aber zielt unmittelbar auf Goethes Faustdrama, das für Nietzsches Verständnis des Fauststoffes maßgeblich ist und in verschiedener Hinsicht eine wichtige Bezugsfolie für ihn abgibt. Spuren der Auseinandersetzung mit Goethes Faust durchziehen Nietzsches Werk von der frühen bis in die späte Zeit hinein. Immer wieder gibt er Kommentare ab oder lässt Anspielungen in die eigenen Texte einfließen. Faust ist das von Nietzsche am häufigsten zitierte Werk Goethes. Die zahlreichen intertextuellen Verweise, die teilweise in entstellender und parodierender Form eingesetzt werden, böten einen Gegenstand zu einem eigenen Vortrag. Ich konzentriere mich bei meinen Überlegungen stattdessen auf kommentierende Äußerungen und explizite Stellungnahmen Nietzsches zu Faust. Solche Äußerungen finden sich zahlreich im Nachlass, aber auch in den aphoristischen Werken, in den frühen Werken, die Geburt der Tragödie und in den unzeitgemäßen Betrachtungen. Vorab, also bevor ich jetzt auf konkrete Texte schaue, sei gesagt, dass es mir nicht darum geht, ob und wiefern die Deutungen und Formungen des Fauststoffes angemessen sind, sondern darum, sie als produktive Akte zu beschreiben, die den überkommenen Stoff jeweils neu aktualisieren. Den Begriff des Produktiven verwende ich dabei wertfrei. Er soll lediglich das Moment der Umformung und Bearbeitung erfassen. Allerdings muss ich sagen, ist kaum darüber hinwegzusehen, dass die beschriebenen Deutungs- und Aneignungsprozesse wesentlich durch Vereinseitigung und Vereinnahmung geprägt sind. Das gilt nicht nur für die Deutungen, die nach Nietzsche in Nietzsches Namen vorgenommen werden, sondern auch für seine eigenen Aneignungen von Stoff und Figur. Sie sind nicht bloß einseitig, sondern fallen teilweise geradezu rabiat aus. Der Aphorismus aus Der Wanderer und sein Schatten, den ich jetzt an den Beginn stellen möchte, ist dafür ein gutes Beispiel. Jetzt kommen also konkrete Texte Nietzsche als Leser und Interpret des Faust. Das möchte ich jetzt an Texten nachvollziehen und zeigen. Der Aphorismus, die Faustidee. Eine kleine Nähterin wird verführt und unglücklich gemacht. Ein großer Gelehrter aller vier Fakultäten ist der Übeltäter. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Nein, gewiss nicht. Ohne die Beihilfe des leibhaftigen Teufels hätte es der große Gelehrte nicht zustande gebracht. Sollte dies wirklich der größte deutsche tragische Gedanke sein, wie man unter den Deutschen sagen hört? Der Aphorismus, der hier freilich noch nicht zu Ende ist, aber präsentiert in dieser ersten Hälfte zusammenfassend das Ergebnis einer Lektüre. Eine Lektüre, die alles das abschneidet, was Goethes Faustdrama auszeichnet und was für seine Erfolgsgeschichte verantwortlich ist. Die Handlung wird auf eine plumpe Verführungsgeschichte reduziert und der Protagonist auf die erbärmliche Rolle eines Schwächlings festgelegt, der nicht einmal die Verführung Gretchens aus eigener Kraft zustande bringt. Wenn Nietzsches Faustdeutung in diesem Statement aufginge, wäre ich mit meinem Vortrag schnell am Ende. Aber ist dieses Notat tatsächlich so banal? Ich werfe einen zweiten Blick darauf. Schaut man genauer hin, dann sticht ein Merkmal ins Auge, von dem schon letzte Woche die Rede war und das eine Eigenheit von Nietzsches aphoristischer Sprechweise bildet, nämlich der polyphone oder jedenfalls zweistimmige Charakter. Eine zweite Stimme erhält hier deutlich dadurch Gehör, dass der Sprecher am Ende der Passage eine verbreitete Rezeptionsweise zitiert, die das Faustdrama, wie es heißt, zum größten deutschen tragischen Gedanken erklärt. Die vom Sprecher vorgebrachte Inhaltsangabe steht nun in eklatantem Widerspruch
zu diesem als zeittypisch präsentierten Urteil und sie hebelt es aus. So gesehen zielt der Aphorismus weniger auf Goethes Faust und mehr auf seine zeitgenössische Rezeption. Die idealisierende nationalistische Faustdeutung, die das Drama zur Identifikationsfolie der Deutschen erklärte, wird hier durch eine Strategie der Banalisierung konterkariert. Nachdrücklich macht der Aphorismus damit auf etwas Grundsätzliches aufmerksam, das nicht allein für dieses Zitat, sondern überhaupt für Nietzsches Faustlektüre entscheidend ist. Diese Lektüre nämlich spielt sich nicht in einem leeren Raum zwischen Text und Leser ab, sondern ist situiert in einem historisch und soziokulturell geprägten Wahrnehmungshorizont, in dem bestimmte Deutungen des Fauststoffes präsent sind. Nietzsches eigene Lektüre ist somit umstellt von den Lektüren anderer Faustleser und ihren Interpretationen. Dabei ist nicht nur grundsätzlich an die zeittypischen Faustinterpretationen zu denken, eben Faust als der deutsche Mythos, sondern auch an konkrete Stimmen und Urteile aus Nietzsches unmittelbarer Einflusssphäre. So haben sich insbesondere Kuno Fischer, Arthur Schopenhauer und Richard Wagner mit Goethes Faust beschäftigt. Unvoreingenommene Lektüre ist in einem solchen Umfeld schwerlich möglich. Nietzsche liest Faust mit der Kenntnis anderer zeitgenössischer Faustlektüren und ersetzt sich, jedenfalls gilt das für das gerade besprochene Beispiel, vehement von diesen Deutungen ab. Jetzt aber noch zur Vollständigkeit: der ganze Aphorismus, der dann schließlich in eine Kritik am vermeintlich christlich-metaphysischen Gehalt des Faust mündet und seinem Autor Goethe rundweg die Fähigkeit des Tragischen abspricht. Da Sie den Text jetzt nicht sehen, lese ich den Aphorismus nochmal vollständig vor mit dem Anfang, den Sie schon kennen. Die Faustidee: eine kleine Nähterin wird verführt und unglücklich gemacht, ein großer Gelehrter aller vier Fakultäten ist der Übeltäter. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Nein, gewiss nicht. Ohne die Beihilfe des leibhaftigen Teufels hätte es der große Gelehrte nicht zustande gebracht. Sollte dies wirklich der größte deutsche tragische Gedanke sein, wie man unter den Deutschen sagen hört? Für Goethe war aber auch dieser Gedanke noch zu fürchterlich. Sein mildes Herz konnte nicht umhin, die kleine Nähterin, die gute Seele, die nur einmal sich vergessen, das steht übrigens in Anführungszeichen, nach ihrem unfreiwilligen Tode in die Nähe der Heiligen zu versetzen. Ja, selbst den großen Gelehrten brachte er durch einen Possen, der dem Teufel im entscheidenden Augenblick gespielt wird, noch zur rechten Zeit in den Himmel. Ihn, den guten Menschen mit dem dunklen Drange. Dort im Himmel finden sich die Liebenden wieder. Goethe sagt einmal, für das eigentlich Tragische sei seine Natur zu konziliant gewesen. Das ist der Schluss. Dass Nietzsche Goethes Faust nicht als Philologe zu erschließen sucht, wird kaum verwundern. Frappierend ist aber doch, welch geringe Rolle das Poetische und der Kunstcharakter des Dramas in seinen Überlegungen spielen. Er liest als Philosoph, indem er die Erkenntnisthematik in den Fokus rückt. Faust und Hamlet, so heißt es in einem nachgelassenen Notat von 1880 pointiert, sind Denker, mit denen sich die deutschen Philosophen auseinandersetzen. Zwei Ausrufezeichen. Wenn der 24-jährige Nietzsche den Eindruck der Faustlektüre in einem Atemzug mit der von Schopenhauers philosophischen Schriften nennt, denkst du denn, dass mir bei meinen Laertius und Suidas Arbeiten so voll und wohl zumute wird, wie etwa bei der Lektüre des Faust oder Schopenhauers? Wenn er dies tut, dann zeigt es, dass er sich nicht nur als Schreibender über die Grenzen zwischen Philosophie und Dichtung hinwegsetzt, sondern dass diese Grenze auch für ihn als Leser nicht existiert. Freilich fällt die Einschätzung von Faust als Erkennendem bzw. nach Erkenntnis Strebendem zunehmend skeptischer aus, also im Lauf der Zeit, im Lauf seiner Niederschriften.
Der Ton ändert sich recht rasch. Eine Niederschrift von 1882 formuliert: Faust, die Tragödie der Erkenntnis? Wirklich? Ich lache über Faust. Etwa zeitgleich erklärt die Fröhliche Wissenschaft oder der Abschnitt 178 der Fröhlichen Wissenschaft Faust und Mephisto zu, wie es dort heißt, zwei moralischen Vorurteilen gegen den Wert der Erkenntnis. Und ein Notat von 1885 urteilt bündig: eine Entartung des Erkennenden, ein Kranker, nichts mehr, keineswegs die Tragödie des Erkennenden selber. Nietzsches frühe Schriften, Die Geburt der Tragödie und die unzeitgemäßen Betrachtungen, fallen wesentlich optimistischer aus, also in diesem Punkt. Sie behandeln Faust nicht als literarisch fiktive Figur, sondern, so kann man es vielleicht sagen, als einen anthropologischen Entwurf, dem sie eine bedeutende Position zuweisen in einer philosophischen Kulturtheorie und Kulturdiagnose. Wenn ich jetzt gerade von einer bedeutenden Position gesprochen habe, dann ist das freilich missverständlich, denn genau genommen handelt es sich um unterschiedliche Bedeutungszuweisungen in unterschiedlich konzipierten Kulturdiagnosen, also selbst in diesen Frühwerken, die ja relativ nah beieinander liegen zeitlich. Eine zentrale Passage für Nietzsches Faustdeutung ist der 18. Abschnitt in der Geburt der Tragödie. Hier wird Faust zum Paradigma des modernen Menschen erklärt und zum Vorbild für ein neues Verhalten gegenüber der Realität. Den modernen Kulturmenschen Faust rückt Nietzsche in die Nachfolge von Sokrates, indem er das Urbild des theoretischen Menschen erkennt. Faust gilt ihm nicht bloß als Abbild der sokratisch-alexandrinischen Kultur, sondern auch als Kontrastbild zu ihr. Faust, so heißt es, wäre in ihrem Horizont gar nicht mehr verständlich, denn er verweise durch sein chronisches Unbefriedigtsein auf die Grenzen jener sokratischen Erkenntnislust. Der Text, also diese Passage in der Geburt der Tragödie, bleibt nicht bei der Diagnose stehen, sondern ruft den modernen Menschen zu einer neuen Haltung auf. Im Namen Fausts und auch im Namen Schopenhauers beschwört er eine neue heranwachsende Generation, die nicht mehr vor den eigenen Konsequenzen zurückschrecke, die sich dem furchtbaren Eisstrom des Daseins anvertraue, statt bloß an seinem Ufer auf- und abzugehen. Faust wird hier in der Geburt der Tragödie zu einem Vertreter des neuen tragischen Menschen, der sich, weil er über die Kunst des metaphysischen Trostes verfüge, ganz auf das Leben in all seinen Schrecknissen einzulassen vermag. Ein etwas längeres Zitat, da kann ich hier mit dem Stick winken. Denken wir uns eine heranwachsende Generation mit dieser Unerschrockenheit des Blicks, mit diesem heroischen Zug ins Ungeheure. Denken wir uns den kühnen Schritt dieser Drachentöter, die stolze Verwegenheit, mit der sie allen den Schwächlichkeitsdoktrinen jenes Optimismus den Rücken kehren, um im Ganzen und Vollen resolut zu leben. Sollte es nicht nötig sein, dass der tragische Mensch dieser Kultur bei seiner Selbsterziehung zum Ernst und zum Schrecken eine neue Kunst, die Kunst des metaphysischen Trostes, die Tragödie als die ihm zugehörige Helena begehren und mit Faust ausrufen muss? Und sollte ich nicht sehnsüchtigster Gewalt ins Leben ziehen, die einzigste Gestalt? Genau an dieser Stelle setzt Nietzsche 14 Jahre nach der Erstveröffentlichung der Geburt der Tragödie mit der Neuausgabe von 1886 vorangestellten Vorrede Versuch einer Selbstkritik wieder ein. Er fügt dem Frühwerk die Gegendarstellung eines fiktiven Kritikers an, der die frühere Haltung als eine romantische, aus Negation der Gegenwart geborene abqualifiziert. Die betreffende Textpassage lautet, und es kommt ein noch
umfangreicheres Zitat, aber ich glaube, es ist auch schon das letzte in meinem Vortrag, das so ausgreifend ist. Und der Witz hieran ist, dass der alte Text, das sage ich jetzt voraus, in den neuen als Zitat eingebettet wird. Hören Sie selbst, mein Herr Pessimist und Kunstvergöttlicher, mit aufgeschlossenerem Ohre eine einzige ausgewählte Stelle Ihres Buches an. Also das ist jetzt der fiktive Kritiker, der spricht zu dem Autor, dem fiktiven Autor. Jene nicht unberedte Drachentöterstelle, welche für junge Ohren und Herzen verfänglich rattenfängerisch klingen mag. Wie? Ist das nicht das echte rechte Romantikerbekenntnis von 1830 unter der Maske des Pessimismus von 1850, hinter dem auch schon das übliche Romantikerfinale präludiert? Bruch, Zusammenbruch, Rückkehr und Niedersturz vor einem alten Glauben, vor dem alten Gotte. Wie? Ist Ihr Pessimistenbuch nicht selbst ein Stück Antigriechentum und Romantik, selbst etwas ebenso Berauschendes als Benebelndes, ein Narkotikum jedenfalls, ein Stück Musik sogar, deutscher Musik, aber man höre. Und jetzt kommt das Zitat, also der alte Text der Geburt der Tragödie als Zitat. Denken wir uns eine heranwachsende Generation mit dieser Unerschrockenheit des Blicks, mit diesem heroischen Zug ins Ungeheure, denken wir uns den kühnen Schritt dieser Drachentöter, die stolze Verwegenheit, mit der sie allen den Schwächlichkeitsdoktrinen des Optimismus den Rücken kehren, um im Ganzen und Vollen resolut zu leben. Sollte es nicht nötig sein, dass der tragische Mensch dieser Kultur bei seiner Selbsterziehung zum Ernst und zum Schrecken eine neue Kunst, die Kunst des metaphysischen Trostes, die Tragödie als die ihm zugehörige Helena begehrt und mit Faust ausrufen muss, und sollte ich nicht sehnsüchtigster Gewalt ins Leben ziehen, die einzigste Gestalt? Sollte es nicht nötig sein, das fügt jetzt wieder der fiktive Kritiker an, nein, dreimal nein, ihr jungen Romantiker, es sollte nicht nötig sein. Also Sie merken, es handelt sich um eine literarisch inszenierte Selbstrevision, die die alte Forderung nach der Kunst des metaphysischen Trostes als eine romantische Inkonsequenz verwirft und das Lachen dagegen setzt. Zarathustra, der Lachende, rückt hier an die Stelle dann von Schopenhauer und Faust. Durch diese ostentative Selbstrevision sichert Nietzsche sich trotz der inhaltlichen Kehrtwende die Interpretationshoheit über sein Werk. Kritikern, die ihm Inkonsistenzen vorwerfen könnten, baut er vor, indem er die Kritik selbst schreibt und sie seinem Werk einverleibt. Diesem Vorgehen freilich eignet eine charakteristische Ambivalenz. Die in der Geburt der Tragödie Faust und Schopenhauer zugeschriebene tragische Haltung wird zwar abgelehnt, aber sie wird doch zugleich nochmals aufgerufen. Im Zitat ist sie quasi unversehrt präsent, tritt aber nun gerahmt von der Gegenstimme des fiktiven Kritikers auf, der als eine Maske des empirischen Autors Nietzsche fungiert. Derart potenziert der Versuch einer Selbstkritik, die, Zitat, kontrapunktische Stimmenkunst und Ohrenverführerei, die der fiktive Kritiker schon der Geburt der Tragödie, also dem frühen Text, anlastet. Statt die früheren Ausführungen durch neue zu ersetzen, betreibt der Text die Ausweitung zum polyphonen Stimmenkonzert, in dem sich Positionen dann gegenseitig beleuchten und relativieren. So wie hier die Stimme Fausts eingebettet ist in eine Vielzahl von Stimmen, so umstellt eine Vielzahl von Vergleichsfiguren die Faustfigur in Nietzsches Texten. Gut zu erkennen ist das an einer anderen Textpartie aus dem Frühwerk, in der Faust zwar ebenfalls eine wichtige Rolle zukommt, ihm die Vorbildfunktion aber gänzlich abgesprochen wird. Der 1874 erschienene dritte Teil der unzeitgemäßen Betrachtungen, Schopenhauer als Erzieher, stellt in seinem vierten Abschnitt drei Idealbilder des Menschen als kulturell dominierend und leitend heraus.
die anthropologischen Entwürfe Rousseaus, Schopenhauers und Goethes. So wie diese Typologie schon an sich etwas Willkürliches hat, also man könnte fragen, wieso kommt hier nicht Herder, wieso kommt hier nicht Kant zur Sprache, hat auch die unmittelbare Analogisierung von Faust mit dem, wie es heißt, Menschen Rousseaus etwas Gewaltsames. Auch wenn sich im Faust deutliche Spuren von Rousseaus Zivilisations- und Wissenschaftskritik finden lassen, wenn Faust zum höchsten und kühnsten Abbild vom Menschen Rousseaus erklärt wird, dann mutet das schon allein aufgrund der viel älteren Geschichte des Fauststoffs befremdlich an. Gänzlich seltsam aber wird der Rousseau-Vergleich durch seine partielle Einschränkung oder seine Rücknahme. Sein, also das ist jetzt ein kürzeres Zitat, sein Goethes Faust war das höchste und kühnste Abbild vom Menschen Rousseaus, sagt Nietzsche. Wenigstens soweit dessen Heißhunger nach Leben, dessen Unzufriedenheit und Sehnsucht, dessen Umgang mit den Dämonen des Herzens darzustellen war. Nun sehe man aber darauf hin, was aus all diesem angesammelten Gewölk entsteht. Gewiss kein Blitz. Und hier offenbart sich eben das neue Bild des Menschen, des goethischen Menschen. Also Rousseau wäre der Blitz, der aktive, der handlungsmächtige Mensch. Goethes Mensch entspricht dem nach Nietzsche nicht oder nach der Textaussage nicht. Wurde die Faustfigur in der Geburt der Tragödie mit einem heroischen Zug ins Ungeheure ausgestattet und mit der Vorstellung des Resolut-Lebens assoziiert, so wird nun gerade umgekehrt die Passivität Fausts betont. Er sei kein Empörer und Befreier, sondern ein unersättlicher Beschauer, der jede Tat verabscheue. Aus dem Weltbefreier Faust werde, so heißt es, gleichsam nur ein Weltreisender. Nietzsche, das ist jetzt deutlich geworden, bemüht sich nicht um ein Verständnis der Faustfigur innerhalb von Goethes Drama, sondern er zieht andere Figuren, andere Gewährsmänner und ihre Konzepte von außen als Vergleichsfolie heran. Symptomatisch sind dabei Paarbildungen: Faust und Sokrates, Faust und Hamlet, Faust und Schopenhauer, Faust und Rousseau, Faust und Beethoven. Indem Nietzsche kontrastierend und analogisierend, also beides ist der Fall, vorgeht, löst er die Konturen der Faustfigur auf, überlagert sie mit den Konturen anderer Figuren und schafft dadurch Einfallstore für sehr eigenwillige Deutungen, die nur noch oberflächlich mit Goethes Drama verbunden sind. Nietzsche nutzt die Faustfigur als Denkanstoß. Sie wird ihm zur Spielmarke in einer oder in der eigenen Argumentation. So ist seine Auseinandersetzung mit Goethes Faust durch punktuelle Festschreibungen und Vereinseitigungen geprägt, die von Äußerung zu Äußerung dann aber wechseln. Immer jedenfalls geht es um Aneignung. Haben wir letztes Mal gehört, wie Nietzsche den Rück- und vorsichtigen Leser für sein Werk fordert, für seine Texte fordert. So muss man sagen, er ist jedenfalls, was den Faust, seine Faustlektüre angeht, selber eher ein rücksichtsloser Leser. In fast allen Äußerungen Nietzsches zur Faustfigur erhält die Frage nach ihrer Aktualität eine entscheidende Rolle. Dabei verkehrt sich die Einschätzung im Lauf der Zeit. Die 1876 erschienene Schrift Richard Wagner in Bayreuth erklärt Goethes Faust noch zur, Zitat, Darstellung des unvolkstümlichsten Rätsels, welches sich die neueren Zeiten in der Gestalt des nach Leben dürstenden theoretischen Menschen aufgegeben haben. In den späteren Notaten dreht sich die Bewertung um. Statt der Zeitgemäßheit wird das Unzeitgemäße betont. Wie wird sich später einmal Goethe ausnehmen? Wie unsicher, wie schwimmend. Und sein Faust, welches zufällige und zeitliche und wenig notwendige und dauerhafte Problem. Noch dezidierter urteilt eine Niederschrift von 1888. Man studiert
18. Jahrhundert, wenn man den Faust liest. Man studiert Goethe. Man ist 1000 Meilen weit vom Notwendigen in Typus und Problem. Der Aspekt der Unzeitgemäßheit tritt auch in einem Aphorismus aus Menschliches, allzu Menschliches zutage, den ich jetzt als letztes Beispiel von Nietzsches Faustrezeption anführen möchte. Denn dieser Aphorismus lässt Grundzüge seines Umgangs mit Stoff und Figur in überzeichnender Weise zutage treten. Aussterben von Faust und Gretchen. Nach der sehr einsichtigen Bemerkung eines Gelehrten ähneln die gebildeten Männer des gegenwärtigen Deutschlands einer Mischung von Mephistopheles und Wagner, aber durchaus nicht Fausten, welchen die Großväter, in ihrer Jugend wenigstens, in sich Rumoren fühlten. Zu ihnen passen also, um jenen Satz fortzusetzen, aus zwei Gründen die Gretchen nicht. Und weil sie nicht mehr begehrt werden, so sterben sie, scheint es, aus. Indem der Aphorismus, also ich erhebe nicht den Anspruch, den jetzt wirklich logisch zu erklären, aber ich versuche immerhin einen Zugang zu vermitteln, indem der Aphorismus Faust und Gretchen unter dem Gesichtspunkt des Aussterbens behandelt, so wie in anderen Texten Nietzsches von aussterbenden Rassen und aussterbenden Arten von Menschen die Rede ist, demonstriert er von vornherein, dass es ihm nicht um ein Verständnis der beiden Dramenfiguren zu tun ist. Vielmehr werden diese auf die Gegenwart bezogen und aus deren Perspektive als obsolet ausgewiesen. Die Gebildeten der Gegenwart hätten nichts mehr mit dem, so darf man wohl ergänzen, unersättlich nach Erkenntnis strebenden Faust zu tun. Insofern sich dieser Gelehrtentypus nicht mehr finden lässt, darauf läuft die Argumentation hinaus, kann er als ausgestorben betrachtet werden. Weitaus merkwürdiger ist nun die Logik, mit der Gretchens Aussterben begründet wird. Ihre Existenz erscheint abhängig von Fausts Begehren, was bedeutet, so darf man jedenfalls vielleicht schließen, dass der Typus Gretchen nicht nur für sich selber existiert, sondern mit der Existenz Fausts steht und fällt. Wie ist das zu verstehen? Gretchen wird offenkundig wahrgenommen als ein an die Faustfigur geknüpfter blutleerer Entwurf, eine bloße Fiktion. In diese Richtung weist auch ein wenig später entstandenes, nachgelassenes Fragment, das Gretchen zum Produkt schlechten Geschmacks erklärt. Zitat: Dieses Jahrhundert liebt es den geistigsten Männern, einen Geschmack für unreife, geistig arme und demütige Volksweibchen zuzusprechen, den Geschmack Faustens für Gretchen. Dies zeugt wieder den Geschmack des Jahrhunderts und seiner geistigsten Männer. Diese Beispiele zeigen, wie Nietzsches Faustrezeption zwar auf Goethes Faust Bezug nimmt, das aber auf eine spielerisch unverbindliche Weise tut, die im Drama und seinem Protagonisten nur noch den Anlass findet, um auf engstem Raum gedankliche Pirouetten zu drehen, deren kritische Reflexe auf die eigene Gegenwart zu zielen. Verstärkt wird der spielerische Charakter im Aphorismus aus Menschliches allzu Menschliches durch die distanzierte Haltung des Sprechers, der sich auf den Anschein und das Urteil eines, wie es heißt, sehr einsichtigen Gelehrten stützt, sich aber dann nicht auf eine eigene Haltung festlegen lässt. Nietzsches Faust hat also mit Goethes Faust nur sehr wenig zu tun. Seine Notate rufen keine klar konturierte Dramenfigur auf, sondern entwerfen eine sich beständig wandelnde Denk- und Spielfigur, welche die bestehenden Faustbilder unterminiert. Nietzsches Faust folgt der Bewegung seines eigenen Denkens und gerinnt gerade nicht zum fixierten Bild, weshalb er auch nicht als markante Position in die Geschichte des Fauststoffes eingegangen ist. Bei den nach Nietzsche und unter dem Eindruck von Nietzsche entworfenen Faustbildern ist das freilich anders. Sie sind nicht das Ergebnis fluktuierender Denkbewegungen, sondern die Produkte ideologischer Festschreibungen.
Und dem sollen nun, wie eingangs angekündigt, meine abschließenden Bemerkungen gelten. Nietzsches Faust nach Nietzsche. Nach Nietzsches Tod geschieht etwas, das sich als Konvergieren zweier Rezeptionsstränge beschreiben lässt. Dabei schafft die vehement einsetzende Nietzsche-Rezeption, das jedenfalls ist meine These, einen neuen Rahmen für das Verständnis des Fauststoffes und löst eine neue Welle der weltanschaulichen Aufladung dieses Stoffes aus. Freilich ist es nicht ganz leicht, diese These auch angemessen zu belegen. Denn schließlich sind Lektüren, die zeitlich nach Nietzsche und unter dem Eindruck von Nietzsche geschehen, noch viel schwieriger zu rekonstruieren als Nietzsches eigene Lektüren. Hinzu kommt, dass vermeintlich kollektive Lese- und Rezeptionsbewegungen die Eigenart haben, sich bei näherem Hinsehen in eine Vielzahl individueller und divergierender Rezeptionen aufzusplittern. Was sich dagegen leicht nachweisen lässt, ist ein enges Zusammenrücken von Nietzsche und Faust, insbesondere von Zarathustra und Faust, und zwar in der Rezeption seit der Jahrhundertwende. Beide Werke tauchen nicht nur in den gleichen Kontexten auf, sondern werden immer wieder auch miteinander in Verbindung gebracht. Theodor Lessing etwa nannte den Zarathustra das philosophische Seitenstück zu Goethes Faust. Kurt Hiller sprach 1912 in der expressionistischen Zeitschrift Die Aktion von dem Faust- und Zarathustra-Maßstab, den er an aktuelle künstlerischen Produktionen anlegen wolle. Immer wieder werden vor allem die Protagonisten beider Werke, werden Zarathustra und Faust miteinander verglichen, wobei Zarathustra häufig als eine Art Vollender des Faust erscheint. So befindet Rudolf Steiner: Zarathustra ist auch ein Faust, aber ein in sein Gegenteil verwandelter, habe er sich doch aus den menschlichen Vorurteilen befreit, in denen Goethes Faust noch verhaftet sei. Fritz Rathmann urteilt in einem 1900 erschienenen Nietzsche-Aufsatz: Was Faust versagt war, nämlich die Natur in ihrem innersten Wesen zu fassen, das vollbringt Nietzsches Held Zarathustra. Und eine 1929 erschienene Studie mit dem Titel Goethe als Erzieher Nietzsches erklärt, also sprach Zarathustra geradezu zur Überwindung des Faust, denn Nietzsche sei es im Gegensatz zu Goethe geglückt, Zitat, aller Entgötterung der Welt zum Trotz dem Leben Sinn, Inhalt und Schönheit zu wahren. Doch noch in ganz anderer, in unmittelbar räumlicher Weise nämlich, rücken Faust und Zarathustra zusammen. Sie landen in tausendfacher Ausgabe in den Tornistern deutscher Soldaten. So ist etwa bei Walter Flex zu lesen, Zitat, also da geht es um die Begegnung mit einem Soldaten. Im Eisenbahnwagen kamen wir ins Gespräch. Er saß mir gegenüber und kramte aus seinem Tornister einen kleinen Stapel zerlesener Bücher. Ein Bändchen Goethe, den Zarathustra und eine Feldausgabe des Neuen Testaments. Hat sich das alles miteinander vertragen? Fragte ich. Er sah hell und ein wenig kampfbereit auf. Dann lachte er. Im Schützengraben sind allerlei fremde Geister zur Kameradschaft gezwungen worden. Es ist mit Büchern nicht anders als mit Menschen. Sie mögen so verschieden sein, wie sie wollen, nur stark und ehrlich müssen sie sein und sich behaupten können. Das gibt die beste Kameradschaft. Flex liefert hier vielleicht gar kein so schlechtes Bild für die neue Allianz zwischen Faust und Zarathustra. Es ist auf jeden Fall eine Kameradschaft fremder Geister, die in der Zuschreibung von Stärke und Selbstbehauptungswillen gründet. Drastischer formulierte Werner Sombart bereits für den Ersten Weltkrieg: Militarismus ist der zum kriegerischen Geist hinaufgesteigerte heldische Geist. Erst Potsdam und Weimar in höchster Vereinigung, erst Faust und Zarathustra und Beethoven-Partitur in den Schützengräben.
Für den Faust des Dritten Reichs, den Faust im Braunhemd, wie der Titel eines 1933 erschienenen Traktats von Kurt Engelbrecht lautet, steht Nietzsche Pate. Sein Übermenschenpathos, seine Ausrufung des Herrenmenschen, sein vermeintlicher Voluntarismus werden zu Formeln des faustischen Menschen und der faustischen Ideologie. 1936 schreibt Richard H. Grützmacher, Faust ist und bleibt die mythologische Personifikation des schrankenlosen Willens zur Macht, der sich durch jede Hinderung aufgestachelt sieht und auf ihre Beseitigung ausgehen muss. Ironischerweise steht aber nicht bloß Nietzsches Übermenschenkonzept im Kontrast zu Goethes ängstlich schwankendem Geisterseher Faust, den der Erdgeist voller Spott als Übermenschen bezeichnet. Also welch erbärmlich grauen fast Übermenschen dich. Ironischerweise steht auch Nietzsches Faustverständnis fern aller Größenfantasien. Als Weltreisender, als Erkenntniskranker, als nicht mehr existenter Vertreter einer ausgestorbenen Spezies ist uns Faust in Nietzsches eigenen Notaten begegnet. Festzuhalten ist somit, dass man die Faustfigur im Namen Nietzsches gegen Nietzsches eigene Deutungen gewendet hat. Rudolf Panwitz hat die rücksichtslose Vereinnahmung von Goethe und Nietzsche bereits 1921 in ihrer absurden Widersprüchlichkeit herausgestellt. Dieser selbe Nationalismus, der sich nicht einmal entblödet, die Niederländer und Van Gogh für Deutschland zu annektieren, der früher einmal sich über Goethes und Nietzsches Undeutschheit entrüstete, ergreift nun schamlos von ihnen beiden Besitz, indem er sie zu irgendetwas deutsch-modern, faustisch-mystischem umstempelt. Damit danke ich Ihnen. Ja, wir danken Katharina Grätz für dieses wunderbare Beleuchtungskunstwerk, das nicht nur viele Schattenseiten von Nietzsches eigenem Lektüre- und Rezeptionsverhalten aufgezeigt hat, sondern auch die Schlaglichter auf das 20. Jahrhundert, die eine äußerst grelle Beleuchtung gehabt haben. Ich glaube, es lohnt sich, solchen scheinbar abseitigen Motivkonstellationen wie eben Faust bei Nietzsche nachzugehen. Ganz herzlichen Dank, Katharina Grätz. Nächste Woche werden wir Franziska Arenas-Dolz hören, der uns ebenfalls in die Abgründe von Nietzsche-Lektüren treiben wird. Francisco Arenas-Dolz ist in Valencia Philosophieprofessor und hier bei uns an der Forschungsstelle Humboldt-Stipendiat. Also Sie haben jetzt Gelegenheit, den Reimport der philologisch-philosophisch ambitionierten Nietzsche-Forschung über die romanischen Länder zurück nach Deutschland sozusagen in actu zu beobachten. Tun Sie das nächsten Dienstag wieder zur selben Sendezeit. Wir freuen uns auf Sie.